weil jetzt eine Phase eingetreten ist, die uns fast auf die Woche nochmal die Möglichkeit gibt, hier entscheidend Einfluss zu nehmen. Wenn im September der Bundesrat diese Mandelverordnung beschließt, wird sie ein Jahr später zum Gesetz. An einem Gesetz dann nochmal etwas zu ändern, ist fast unmöglich oder sehr, sehr aufwendig. Und im Vorfeld, wenn wir jetzt möglichst viele Entscheidungsträger einbinden können, haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, dass es im Bundesrat nicht beschlossen wird und dass wir dann in der nächsten Legislaturperiode miteinander nochmal vernünftige Rahmenbedingungen verhandeln können. Wir müssen schauen, dass wir gemeinsam diese Mandelverordnung kriegen. Die ist wichtig für uns, sodass auch die Behörden in der Lage sind, damit praktikabel umzugehen. Aber sie muss es uns ermöglichen, den Boden aus dem Abfallregime wieder herauszubringen. Um den Boden, den wir ja seit Jahrtausenden bearbeiten, benötigen, weiterhin praktikabel nutzbar für uns zu machen. Wir müssen die Grenzwerte diskutieren, nach Möglichkeit anheben, um hier Grenzwerte zu haben, die nachvollziehbar sind. Wirklich in Regionen, wo wir wissen, das wäre für uns alle gefährlich oder für das Grundwasser. Und wir müssen unsere Rohstoffe besser schützen, indem wir das Material, das wir schon mal gebraucht haben, wieder in den Kreislauf, so wie wir es bisher ja auch tun, hineinkriegen. Schotter, Abbruchmaterialien, Betonbruch, das sind alles Rohstoffe, das ist kein Abfall. Sonst werden die Löcher, die wir ausheben für Sand und Kies, immer größer werden und unsere Deponien immer voller. Ich bin Optimist und deswegen sage ich, unsere Chancen sind gut. Vor allem das, was ich von verschiedenen Seiten, von Entscheidungsträgern und von Verantwortlichen höre, sind die Signale so, dass sie begriffen haben, wie wichtig dieses Thema für alle Beteiligten ist. Es ist ja nicht nur ein Thema von uns, es ist ein Thema von allen Bürgern. Wenn wir im Bauwesen Kosten erzeugen, dann strahlt dieses Thema kostenmäßig auf jeden Bürger in Bayern, in Deutschland aus. Sei es über Gebühren, sei es über Steuern, irgendwo ist jeder beteiligt.